Hi Leute, wir sind auf der Kaktus gerade angekommen. Natürlich, wie immer, eine Minute bevor ich irgendwo hin muss. Und wir sind hier hinten in diesem Red Bull-Stand. Hier sind noch so ganz viele coole Streamer und Cosplayer und Leute. Jedenfalls haben wir jetzt ein Meet and Greet am Stand von Arcane, was ziemlich cool ist. Und wir gehen jetzt dahin. Gerrit, laufen Sie vor, ich weiß nicht so lange. Oh mein Gott! Hast du dich gerade mit einem Vibrator? Was ist das? Oh. Später nochmal Zeit. Hier kann ich irgendwo Valorant spielen. Ich halte mein Maul. Wir sind hier, aber sehr wichtig. Ich muss einmal ganz kurz Valorant Shop checken. Glitch Pop Judge. Ich spiele nicht Judge. Und dieses coole Messer. Karambit Iron. 43 Euro für den Skin, ich meine. Hi, Jules. Honey. Sind die für mich? Ja, die sind alle für dich. Hi. Voll schön hier, oh mein Gott. Okay, legen wir los. Mein großes Ziel ist es, mich hier mit irgendwem über Pen und Paper unterhalten zu können. Dann geht's mir gut. Das ist eine LAN-Party, also eigentlich der falsche Ort. Eine sehr unpraktische Halterung, weil ich nicht ablegen kann. Aber du hast mich. Ich bin dein Halter. Dafür bist du kein bisschen überqualifiziert. Wenn du dir aussuchen könntest, möchtest du für den Rest deines Lebens untenrum Fisch oder obenrum Fisch sein? Ich wäre untenrum Fisch, weil dann wäre ich ultra krass im Wasser und ultra hot. Du hast keine Vagina mehr. Das ist okay, ja. Nie wieder Sex. Das ist okay. Aber dann wiederum, wer fickt mit dir, wenn du obenrum Fisch bist? Ja, ja. You ready? Let's go. Was steht denn hier? Bitte keine Umarmungen? Keine Umarmungen? Wurde uns gesagt. Ach so, dann keine Umarmungen. Okay, legen wir los. Hallo, na? Mein Gott, was Merch an, wie cool. Mein Gott, hat sogar alles an, das ist die Kette an, das Ding. Ich habe sogar die gleiche Hose. Ehrenhaft, Alter. Bitte keine Umarmungen wegmachen, ich umarme trotzdem jeden. Mit dem Glied ist zu Ende. Es war so süß, Alter. Ich habe so viele Leute gehabt, die gesagt haben, du hast mir geholfen, weil du über ADHS geredet hast, über LGBTQ geredet hast, über so viele. So viele Leute haben geweint und mich umarmt. Es war so schön. Ich bin so richtig voller Liebe. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich diese Messe verlasse, kriege ich Depressionen, weil es hier alles so schön und positiv ist. Apropos schön und positiv, ich bin einfach verhungert, habe noch nichts gegessen heute. Aber Jules hat mir Ramen. Das kann man gar nicht hochheben. Itadakimasu! Itadakimasu! Also, die Brühe ist alright, die Nudeln sind gut. Der Tofu ist schrecklich. Solide 2 von 10. Viel schlechter als Instagram. So ein Nissin Cup, 1000-mal besser ist das. Okay, lass aber noch mal einmal über die Messe gehen, mal alles angucken. Ich habe heute gar nichts gemacht, außer gegessen und Meet and Greet gemacht. Und dann nochmal gegessen. Es gibt ein Flipper-Automaten. Ich bin richtig süchtig nach so einer Scheiße, ne? Ich will mir auch welche holen für mein neues Haus. Aber die kosten mega viel Geld. Nee, wenn ich sie einmal anfange, dann hören wir nicht mehr auf. Donut-Labor? Ach, ich werde geblendet von diesem Scheißlicht. Das ist schrecklich. Was ist denn ein Donut-Labor? Ich kann nicht mehr. Was ist hier? Die guten Nissin Cup Noodles. Not sponsored. Not sponsored. Not yet. Wobei, wir hatten schon mal Nissin Placement. War ziemlich cool. Das Geile ist, wenn du Nissin Placement hast, dann kriegst du so eine riesen Box mit Cup Noodles zugeschickt. Warte. Ist das ein Naruto-Rahmenstand? Das war der Rahmenstand, wo ich diese Schüssel Rahmen geholt habe. Wie süß, der hat echt scheiße geschmeckt, aber süß. Nein. Ich will Valorant spielen. Kann ich ein bisschen mehr Nutella? Bitte. Ja, danke. Ich muss sagen, ich oute mich jetzt als absoluter Idiot, aber was macht man hier auf der LAN-Area? Warum sind Leute hier?
LAN-Party zocken halt. Aber geht man da mit Freunden dahin oder spielen alle auf der LAN das gleiche Spiel? Nein, du spielst meistens mit einer Gruppe Freundinnen und keine Ahnung, zum Beispiel 5 Uhr dann wäre Rundle spielen nebeneinander 5 Uhr Battle. Kannst du auch online machen? Diesen Becken? Ja. Ja. Ich bin überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Was hast du sonst erwartet? Naja, nicht, dass jemand Luftmatratze mitbringt, aber cool. Ich muss ehrlich sagen, in der ersten Sekunde dachte ich, okay, befremdlich. In der zweiten Sekunde denke ich mir, ich würde gerne mitmachen. Bruder, stell mal vor, Aliana, Vince, wir sind alle hier. Ja? Wir haben so scheiß Luftmatratze, aber wir schlafen da gar nicht drauf. Die ist nur Deko. Wir spielen nur Valorant. Ich habe richtig lange keine LAN-Party mehr gemacht. Das letzte Mal, glaube ich, während der Schulzeit oder so. So, hier müsste irgendwo Schoko sein. Hallo! Hi. Ich habe meinen Vlog wieder mitgebracht. Hi. Hallo, das ist Schoko, hallo, Kamera. Die alle Marie nennen, aber eigentlich hast du gar nicht so. Nein. Ey, ich bin noch nie hier gewesen. Sieht geil aus, ne? Ey, krank. Kann ich mich hier irgendwo in Valorant einloggen? Ja. Ja. Gerne. Ich muss Skins kaufen. Ich halt mein Maul. Wir nehmen am besten den. Ich setz mich mal. Valorant. Okay, die beiden muss ich auf jeden Fall. Ich hab 3 goldene Sachen im Shop. 3. Natürlich, wenn ich weg bin, ne? Die holen wir auf. Alter. Das ist eine wunderschöne Waffe. Ja, die kaufen wir auf jeden Fall. Ich habe ein Problem. Na komm, die holen wir. Nicht genug Geld. Tja, muss ich wieder neues Geld aufladen. Ich habe für Valorant in 2 Wochen schon mehr Geld ausgegeben als für jedes andere Spiel. Tja, es ist doch so dreckig, dass man einen PayPal-Account einfach drin verlinkt hat. Das macht es so leicht, Geld auszugeben. Aber ich habe es gerade ziemlich schwer, Geld auszugeben. Ja, ich bin in Leipzig von der Messe, ich habe keinen PC dabei und ich gehe hier und sneak mich in diese LAN-Area, damit ich einloggen kann und Geld ausgeben kann. Also dieses Game hat mich an den Eiern. Können wir das absetzen? Ich brauche das für meinen Stream. Hässlicher Battle Pass-Skin. Schöner Skin. Ich gebe gerade Geld aus. Was soll ich machen? Es klappt alles mega gut. Weil du so leiden gekriegt hast. Ja, weil ich halt gerade scheiße, ich gebe gerade 25 Euro für einen Shorty-Skin aus. Was soll ich sagen? Man nehme mir mein Geld ab. Na gut, aber wir machen jetzt kein Game. Wir loggen uns einfach nur aus. Ja, wird das erledigt. Ich habe erfolgreich 50 Euro ausgegeben. Oh, mein Crepe. Hast du auch gegessen? Echt? Ja. Willst du noch einen? Okay. Wo ich dir dein Handy gegeben habe, hast du dir die komplette Rest in den Mund geschoben und nur noch den Pappdeckel hingelegt. Und den habe ich dann im Müll entsorgt. Gut. Aha. Du hast meinen Schokoriegel gestohlen! Das sind die versteckten Kalorien am Tag, die man nicht mitbekommt, dass man sich das einfach so reinschiebt. Naja. Alles klar, ja, das war Kaktus Tag 1. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Kaktus Tag 2, machen nochmal Meet and Greet. Wir laufen rum, ich will auf jeden Fall streamen. Und mal gucken. Wir unterbrechen die Abmod für einen kurzen Nachtrag. Ich habe gerade etwas. Es ist so weich, ich weine. Es heilt meine Depressionen. Pass mal an, Long. Es ist so weich, oder kann ich. Oh. Ich habe noch so ein Ding, das ist aber ein Hund in einem Katzenkostüm, der ist auch sehr weich. Aber jetzt habe ich noch eins. Ich bin sehr glücklich. Na gut, das war's. Jetzt aber wirklich. Das war's mit dem Tag. Tschüss.